Viele waren am Dienstagabend, dem Jahrestag der Pogromnacht von 1938, zum Westbahnhof gekommen, um an die deportierten und ermordeten Juden, Sinti und Roma Jenas zu erinnern. Unter den Anwesenden waren auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Vom Westbahnhof, insbesondere vom Bahnsteig 1, auf dem auch die Gedenktafel angebracht ist, gingen die Todestransporte mit jüdischen Deportierten nach Theresienstadt und noch weiter in den Osten bis nach Auschwitz. Oberbürgermeister Albrecht Schröter erinnerte daran, dass von den 330 Juden, die anfangs der 30er Jahre in Jena lebten, nach dem Krieg nur noch 14 am Leben waren. Heute sei die jüdische Gemeinde wieder so groß wie nie zuvor geworden. Ich bin sehr stolz, dass die Stadt Jena seit 25 Jahren am 9. November des Pogroms von 1938 gedenkt, das unter dem Namen Reichskristallnacht in die Geschichte eingegangen ist, seit 20 Jahren hier am Westbahnhof. Und in diesem Jahr war für mich ganz besonders bewegend und eine wirklich großartige Neuigkeit, dass wir seit 72 Jahren zum ersten Mal wieder einen Rabbi in Thüringen haben. Konstantin Pahl ist in der letzten Woche ordiniert worden und ist seit dieser Woche Rabbi in Erfurt und damit auch für die Jenaer Juden. Zum Andenken an die Mitbürger, die den Nationalsozialisten zum Opfer gefallen waren, hängten Albrecht Schröter und Ilja Rabinowitsch von der jüdischen Gemeinde Jena einen Kranz unter die Erinnerungstafel. Schon am Nachmittag wurde in ganz Jena ein Beitrag gegen das Vergessen der jüdischen Opfer geleistet. Mitglieder des Arbeitskreises Sprechende Vergangenheit des Jener Aktionsnetzwerks gegen Rechtsextremismus versammelten sich an den frisch gesäuberten Stolpersteinen, die in den letzten Jahren in die Fußwege vor den Häusern eingelassen wurden, in denen einst Jener Juden lebten und wirkten. Man soll, wenn man durch die Straßen läuft, vor diesen Steinen stehen bleiben, sozusagen mit den Augen stolpern. Und am besten sich niederknien, um die Namen zu lesen. Und das ist zugleich auch eine Geste der Zuneigung. Insgesamt 28 Stolpersteine gegen das Vergessen finden sich wie hier in der Lutherstraße 9 in ganz Jena und Deutschland. So beispielsweise auch am Johannesplatz oder in der Krietgasse. Weitere Infos, die Adressen der Steine und die Geschichten der jüdischen Menschen, die einst dort lebten, finden Sie im Internet. Die Idee dazu stammt vom Kölner Künstler Gunter Demnig, der alle Steine auch selbst setzt. Der Arbeitskreis Judentum recherchiert in Jena und macht Vorschläge, an wen die Steine erinnern sollen. Finanziert werden die Stolpersteine von Paten. Auch sie können Pate eines Stolpersteins werden und einen Ort schaffen zum Gedenken und Erinnern.